Liebe Freundinnen und Freunde des Benediktushofes, wir befinden uns gerade in einer ganz besonderen Zeit. Es ist zum ersten Mal, vermutlich seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wir gemeinschaftlich und über die Grenzen hinaus solch eine Situation erleben. Fast alles beginnt stillzustehen. Und dies ist notwendig, damit sich die Epidemie nicht weiter ausbreitet. Es bringt aber eine ganze Reihe ganz besonderer und einmaliger Herausforderungen mit sich. Nämlich, wir sind auf uns zurückgeworfen. Und das bedeutet für viele, auch für ältere Menschen und für Personen, die alleine leben, dass sie plötzlich nur mit sich selber zu tun haben. Deswegen haben wir uns hier überlegt, dass wir unsere Gemeinschaft weiterhin, so gut es eben möglich ist, aufrechterhalten wollen. Wir werden euch anfangs jede Woche einen besonderen oder eine Sonderausgabe eines Newsletters zukommen lassen. Wir haben es Tagebuch einer besonderen Auszeit genannt, in dem die Mitglieder unserer spirituellen Leitung, das heißt Doris, Daniel und ich, jeweils Texte, Gedanken, Impulse zusammenfassen werden und es euch zuschicken werden. Gleichzeitig werden wir auch gegen Ende der Woche, beginnend mit nächster Woche, jeweils einen auf Video aufgenommenen Impulsvortrag euch zur Verfügung stellen auf der Webseite des Hofes, so dass ihr auch dort bitte vielleicht das eine oder andere entgegennehmen könnt. Darüber hinaus sind wir gerade dabei, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir manch einen Kontemplations- oder Zen-Kurs auch online werden stattfinden können. Näheres dazu, wenn das soweit ist, werden wir euch auch über den Newsletter oder direkt von der Webseite her bekannt geben. Was allerdings uns allen wichtig ist, ist, dass wir uns in dieser Zeit, egal ob wir in Gemeinschaft leben oder ganz alleine leben, miteinander verbunden fühlen und in dieser Verbindung auch bleiben, wissend, dass für viele von uns diese Zeit unterschiedlich schwer ist. Das bedeutet auch, und hier das nächste Angebot, falls es jemand von euch aufgrund dieser besonderen Umstände in eine schwierige psychische oder seelische Not gerät und keinen hat, mit dem er sprechen kann, bitte meldet euch, wir werden versuchen, euch umgehend zu kontaktieren. Habt Verständnis, dass es gegebenenfalls auch mehrere Personen sein können, sodass es nicht immer sofort wird geschehen können. Aber wir geben auch hier unser Bestes, dass das angesichts der bestehenden Tatsachen und technischen Möglichkeiten auch weiterhin möglich bleibt. In dem Sinne hoffen wir und erleben gerade unsere Gemeinschaft. Und vor allem, ich lege euch sehr ans Herz und wir legen euch sehr ans Herz, die Fähigkeit, die wir so viele Jahre hier eingeübt haben, nämlich die Fähigkeit, in bestimmten, nicht nur in schönen, sondern in bestimmten Situationen die Präsenz und damit die Gegenwart, die Aufrichtigkeit und die Würde zu behalten, um wach zu sein und genau zu schauen, was, wann, für wen gut und richtig ist unter diesen besonderen Umständen. Deswegen wünsche ich uns allen Wahrheit, Klarheit, viel Liebe, viel Großzügigkeit uns selber gegenüber und deswegen dann auch vielen anderen gegenüber, damit wir in diesem Zustand und in dieser Haltung diese Zeit, die jetzt gekommen ist, gut überstehen und dass die unsere Gemeinschaft, wie auch generell die Gemeinschaft der Menschheit untereinander, neu zu einem Zusammensein inspiriert. Wir wünschen euch in dem Sinne alles, alles Gute.